Oder alternativ, wenn Sie uns etwas erzählen, das wir als unwahr bestätigen konnten, erkennen wir vielleicht die Richtung, in die Sie zielen. Wir können uns entsprechend vorbereiten. Ihr meint ein Korrektiv, verstehe. Ah, meine ja. Freunde, Erwählte und Propheten. Erzmagier Jennifer Yassafa kommt auf euch zu. Verzeiht, ich kam nicht umher. Ich habe gesehen, dass ihr mit Prüscher gesprochen habt und sie einen Rückfall erlitten hat. Ja, bedauerlich. Sie hat manchmal ihre hellen Momente und dann verfällt sie wieder in, nun ja, jenes Gebaren, das ihr so erleben durftet. Leider. Mit ihr zu sprechen ist wie in einem Raum zu stehen, der einen dunklen Raum, der einen sehr kurzen Moment lang von einem gleißenden Licht erhöht wird. Ihr solltet sie einmal sehen, wenn sie eine Fliege erblickt. Sie hat panische Angst vor Insekten seit diesem Vorfall. Ich konnte sie leider nicht retten damals. Aber das, was sie sagte, sie hat vor grob einem Jahr eine Expedition anführen lassen von einigen Helden. Sie nannten sie die Fremelshof-Exkursion. Dabei ging es um eine Globule, die der Sphärenschänder selbst bei seinem ersten Auftritt aufgestoßen hatte. Und sie konnte mit Hilfe der Helden geschlossen werden. Sie hat also die Expertise, die es braucht, um weitere Öffnungen des Sphärenschänders zu schließen. Nun, sie wäre uns sicherlich hilfreich, wenn sie ihre klaren Momente hat, aber können wir uns wirklich darauf verlassen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt klaren Geistes ist? Nun, ich habe vielleicht etwas Besseres. Ich werde noch einmal mit meiner guten Freundin sprechen und eventuell kann sie euch die Manuskripte von Kelin Raid überantworten. Dies wäre oft nicht hilfreich. Ich weiß nicht, was diese Fragmente enthalten. Nun, sie werden euch sicherlich dabei helfen, diese Pforten zu schließen. Solltet ihr zu einer Zeit nach mir schicken lassen, wenn ihr wieder aufbrecht, ich werde euch sicherlich begleiten, auch nach Maraskan. Oh, ihr Freunde und Propheten. Ihr werdet uns immer willkommen. Er verbeugt sich wieder gekünstelt. Nun, Magister Yassafa, lasst mich euch einmal sagen, es ist eine große Ehre, euch endlich kennenzulernen. Die Rastula, mit denen ich umgegangen bin im Süden, haben nichts als die allerhöchsten Töne für euch. Eine Schande, was mit der ganzen Akademie passiert ist, aber nun, man kann es manchmal nicht vermeiden, nicht wahr? Nun, ja, ich war nicht ganz involviert in das, was in Rastul passiert ist, zu dem Zeitpunkt. Nun ja. Aber der dämonische Zweig konnte nicht triumphieren an dieser Stelle. Wir haben die Ordnung wiederhergestellt. Das ist doch schön. Gedenkt ihr, an eure Akademie zurückzukehren und nun ja, euren Sitz einzufordern? Nun, ich werde auf alle Fälle, wenn die Zeit gekommen ist, Hasrabal zu einem magischen Duell herausfordern und ihn besiegen. Was würde ich nicht geben, um das aus der Nähe zu sehen? Das Gleichgewicht der Akademie muss wiederhergestellt werden. Es hat noch niemand auf lange Sicht triumphiert, der sich den hohen Künsten verschweigt. Auch nicht Hasrabal, auch nicht für immer. Hasrabal ist zumindest ein Gegner, den es sich zu besiegen lohnt. Nun, wenn ihr dabei Hilfe braucht, scheut nicht, uns zu kontaktieren. Dies ist ein Duell der Ehre. Aber, ja. Nun, sollte er andere Schüler haben, die er mit ins Felde führt, so können wir sicherlich auch ein 6 gegen 6 spielen. Göttiger völlige 12. Ich weiß nicht, ob er sich auf diesen Deal einlässt, aber nun, mir ist wichtig, dass die Elemente wieder in Ordnung kommen und dass Rastuls alter Ruhm wiederhergestellt wird. Dass die Elemente wieder in Ordnung kommen, ist mir auch wichtig. Da habt ihr genau etwas angesprochen. Nun, ihr seid Elementarist? Erzmagier. Er verbeugt sich wieder vor dir. Ich bin Erzgeode, das freut mich aber. Ich würde auch so eine Verbeugung andeuten. Nun, dann haben wir ja einiges zu erzählen. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber ich habe mit 2 elementaren Meistern einen Pakt geschlossen. Warum, ob der allgemeinen Unordnung hier, warum wollt ihr uns nicht in den nächsten Tagen vielleicht zu einem Diner aufsuchen?
so tun wir es. Hervorragend, dann ist das ausgemacht. Ja, so könnt ihr euch noch den verschiedensten kleinen Gruppierungen anschließen, sowohl Weißmagier, Grau als auch Schwarzmagier, die dann alle dort in den Pulken zusammenstehen. Es wird natürlich auch darüber gesprochen, wie man diese Sphären schließt, aber auch das ein oder andere Gespräch, was abseits dessen geführt ist. Man freut sich selbstverständlich, dass man wieder einmal zusammengekommen ist nach langen Tagen. Man sieht das allaventurische Konvent im Jahr 34 einher. Aber es wird auch viel mit, ja, Rohaya, es ist nicht mit Hippolyta gesprochen, die dort im Fokus steht und jeder buhlt um sie. Das ist jetzt für euch alle ansichtlich. Ich würde gerne mal mit den Puninern oder der Delegation aus Punin sprechen. Meine Herren, Sie haben doch vorhin zu dem Vorschlag von Abelmir einige interessante Überlegungen geäußert, nicht wahr? Ja, das haben wir. Nun, die extreme Konzentration von Magie an einem solchen Ort, zumindest zu einer sehr bestimmten Zeit, nicht wahr? Korrekt. Nun, gäbe es ein Artefakt, ich weiß nicht, das die kritische Essenz vermeidet. Nun müsste es doch theoretisch auch ein entsprechend anderes Artefakt geben, das eine Wahrscheinlichkeit der Akkumulation einer kritischen Essenz erhöht, oder? Nun, solche Artefakte existieren. Myrano vor allem. Wir haben verschiedene Expeditionen losgeschickt, allerdings sind all unsere Schiffe untergegangen. Hier auf Aventurien ist uns kein solches bekannt. Dabei kannst du sehen, wie wohl Rafik Ibn Dahmani sich euch anschließt und dann leicht den Kopf schüttelt. Ich zwinker ihm nur einmal zu, ich wollte Shannaras Spiegel ja nicht verraten. Hm. Nun, das ist auf jeden Fall sehr interessant, nicht wahr? Vielleicht wäre es ja möglich, ein solches Artefakt zu konstruieren. Ich hörte immer, Punin wäre hervorragend für so etwas geeignet. Nun, ein solches Artefakt zu konstruieren ist schlicht unmöglich. Es ist nicht möglich, weder mit magischen Metallen oder aber durch Magie ein solch magiebannendes Instrument darzustellen. Das ist nicht möglich. Du kannst allerdings auch sehen, wie eine weitere Person sich dann dazu stellt. Das ist Rayadan de Porcupino, derjenige, der das Ganze eben geöffnet hat und sagt, nicht unmöglich, nur sehr teuer und sehr langwierig. Ah, ich sehe. Nun, was bräuchte man denn theoretisch dazu, wenn man darüber nachdenken würde? Immerhin sprach ihr ja davon, auf Myranor gäbe es solche Artefakte. Da müsste man einen myranischen Experten herbeibestellen, der ein solches Experiment bereits gesehen hat. Viele der Horanten haben solche Dinge in ihren Artefaktkammern. Man musste ein vollendeter Taumaturg sein. Ventilo winkt im Hintergrund. Nicht dir, irgendwem anders, aber er winkt im Hintergrund. Nun, das würde also bedeuten, man müsste schnell nach Myranor reisen, dort einen entsprechenden befähigten Taumaturgen finden und diesen hierher zurückbringen. Nicht unbedingt. Soweit ich weiß, gibt es eine Person, die angeblich aus dem Güldenland stammt. Sein Name ist Nasir Tervan. Ich weiß nicht, wo er jetzt steckt, aber ich habe seine Schriften gelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob er damit vertraut ist, mit dieser speziellen Thematik. Aber man könnte ihn fragen. Taranion Tagenion stellt sich mit seinem Schlangenstab zu euch. Wir könnten auch eine Expedition durch das Tor wagen. Das wäre brandgefährlich, aber es könnte funktionieren. Ist es nicht schon schwer genug, nach Kontium und zurückzureisen? Und ihr wollt ins Güldenland? Nun, der Fächer der Macht würde auf alle Fälle in die Richtung führen. Wir haben es schon einmal erfolgreich geschafft. Ja, warum denn nicht? Ein zweites Mal ist dann doch gar nicht so unwahrscheinlich. Nun, wir wissen nicht, wo wir dann stranden. Ich würde ungern im Meer der Sieben Winde landen. Solange wir in dieser Sphäre herauskommen, ist es nichts, wo wir uns nicht wieder rausholen können. Er kratzt sich so ein bisschen an seinem nicht vorhandenen Bart. Ihr könntet eventuell auch im Effertwall stranden. Das wäre nicht gut.
In der Tat. Nun, es wäre nicht gut für die, die nicht mit dem Wasser verbündet sind. Ich muss mir da keine Sorgen machen. Ich denke nicht, dass wir Hunderte bzw. Tausende von Meilen zurückschwimmen können, selbst mit Magie. Aber ich will die Kreativität, Abelmir. Nun gut, ihr könnt gerne einen Versuch wagen. Nun, ich denke, das Problem ist, dass der Effortwall keine Barriere im Wasser ist, sondern, nun ja, dass er auf allen Ebenen wirkt. Nun, wenn ich mich nicht täusche, hindert der Effortwall aber nur Schiffe von der anderen Seite des Meeres der Sieben Winde am Überqueren. Wir hatten mal eine Gruppe Myranor-Reisende. Sie waren damals zusammen mit der Lamea aufgebrochen, meine ich. Ist das nicht diese Expedition, auf der der gute Drabenmund unterwegs war? Ja, das ist auch das Schiff, wo unser Koch dabei war. Selchion. Ah. Ach, wirklich? Ja, ja, das hat er mir erzählt. Nun, dieser Marinian war damals auch dabei. Wir hören immer wieder von dieser Expedition. Sie scheint viel mit dem, was wir tun, zu tun zu haben. Sie waren besonders interessant. Gestrandet in Myranor, ihr Schiff war kaputt, sie wollten es reparieren. Und sie haben verschiedenste Geschichten von Flugapparaten erzählt, von Tigermenschen, von Katzenmenschen und dergleichen mehr, von Menschen mit drei Augen. Und als sie hier auftauchten, waren sie tatsächlich sogar magisch erkrankt. Menschen so. Mit drei Augen? Nicht nur Menschen, generell lasst uns Personen sagen. Einer von ihnen war ein Tiger mit drei Augen. Ich frage mich, ob hier ein Daimonider Ursprung vorliegt. Ich gehe eher von Dulamin, denkt ihr das gleiche wie ich? Ich möchte nicht sagen, es ist unmöglich, ich möchte nur sagen, es ist sehr gefährlich. Ihr könntet nach Myranor reisen. Wir werden gegebenenfalls auf dieses Angebot zurückkommen. Ich bin mir sicher, ihr profitiert auch von kompetenten Forschungsreisenden für eure Versuche. Selbstverständlich. Vor allem seid ihr Helden und solltet ihr verloren gehen, könntet ihr euch selbst daraus wieder befreien. Hoffe ganz ich genau. Das ist richtig. Nun, wie weit wird eure Forschung auf diesem Gebiet dann gediehen? Ich kann euch 13% versprechen. 13%. Das scheint mir eine recht ungünstige Zahl zu sein. Denkt ihr nicht? Oh, darüber hatte ich noch nicht nachgedacht. Ich wollte einfach nur bei der Wahrheit bleiben. Es scheint mir vor allem eine sehr niedrige Zahl zu sein. Nun, das ist korrekt, ja. Vielleicht solltet ihr uns kontaktieren, wenn ihr nun die Ich muss tatsächlich sagen, die 13 ist eine Unglückszahl. Ich kontaktiere euch, wenn ich die 14% erreicht habe und werde meine Forschungen weiter bemühen. Nun, ich würde es vorziehen, wenn ihr die Erfolgswahrscheinlichkeit auf 50 von 100 Teilen anheben könntet. Nun, die solltet ihr zumindest zurück nach Kunchum haben. Wunderbar. Gut genug für uns? Nun, es ist eine Möglichkeit, schneller nach Kunchum zurückzukommen. Sonst bräuchten wir wahrscheinlich mehrere Monate. Nun, seien wir realistisch. Mehrere Tage. Vielleicht auch das. Je nach Umständen. Ich bin mir ziemlich sicher, im Fall der Fälle wäre allerhöchstens Boltax sehr erfreut, dass wir ihn endlich bei seinem Angebot nehmen. Wenn auch natürlich zu unserem großen persönlichen Nachteil. So, zu meinem Nachteil? Unserem, nicht eurem. Ach so, ja. Ich gehe schon einmal wieder in den Keller. Ich werde die Kristalle so anordnen, dass eine myranische Reise tatsächlich möglicher wird. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich euch begleite? Kommt gern mit, wenn ihr mögt. Ja, vielen Dank. Habt ihr schon einmal an Wale gedacht? Oder Elefanten? Und ich nehme sie bei der Schulter und diskutiere auf dem Weg zu ihm, zum Keller mit ihm. Oh, ja. Oh, okay. Hey, Rafim, schau mal, die gehen. Ich glaube, es ist vorbei. Ich hab nicht geschlafen. Ja, ich doch auch nicht. Meine Fresse, ich dachte, die Scheiße wird nach dem ersten Tag nicht schlimmer, aber Abel, mir hat das ja komplett abgeschossen, diesen Vogel. Das ist so, als hätte er zwischendurch immer mal wieder eine andere Sprache verwendet. Oh, das liegt daran, dass er als Weißmagier gebildet wurde. Ja, die drücken sich immer etwas geschwollen aus.
Ja, können wir jetzt gehen. Soll ich euch nochmal zusammenfassen, was Abel mir gesagt hat? Um des Götters willen, nein. Nein, das muss jetzt auch wirklich nicht sein. Aber ich glaube, euch würde sein Vorschlag eigentlich ganz gut gefallen. Ja, dann sagt mal. Also, wir nehmen ganz viel Energie und überladen die eine Kraftlinie, sodass sie platzt. Dann wird die Pforte nicht mehr gespeist und, die kollabiert. Und warum konnte das Abel mir verdammt nochmal nicht genau so ausdrücken? Das hast du jetzt in einem Satz gesagt. Wir hätten uns so viel Zeit sparen können. Naja, weißt du, kluge Menschen drücken komplizierte Sachen sehr kompliziert aus. Wirklich kluge Menschen drücken komplizierte Sachen sehr einfach aus. Es ist ein Teil des Spiels. Er muss diese Wörter verwenden, damit seine Kollegen ihn ernst nehmen. Ja, mehr als faszinierend, diese Vorstellung. Also, ja, stark. Auf jeden Fall. Können wir jetzt gehen? Ist das jetzt hier eigentlich vorbei mit dem Konvent? Ich dachte, wir bleiben 3 Tage hier. Die Herren werden sich auf jeden Fall noch eine Weile austauschen und wir werden sicherlich 1-2 Fragen zu unseren Thesen beantworten müssen, was das angeht. Außerdem ist es natürlich immer wichtig, nie Kontakte zum Rest der Gilde aufrechtzuerhalten. Und dann kann ich vielleicht ja doch noch hier in der Stadt irgendeinen Feinschmied aufsuchen. Ich dachte, ich lasse mir vielleicht eine Maske anfertigen. Also sobald ich den Verband hier abgenommen habe, ist die dauerhafte Seeluft sicher nicht gut für die Wunde. Was das angeht, lasst uns vielleicht irgendwie zurück nach Kunsham reisen, mal sehen, wie die Sache aussieht. Hat Serpentilio euch derart verunstaltet? Ihr hattet das Ohr doch schon ausgebrannt. Aber ich weiß, ihr wolltet da etwas daran machen. Er hat es wieder aufgeschnitten und mir noch einen guten Teil des Hauptlappens. Das war ein Riesenstück, was da vor mir lag. Einfach rausgeschnitten. War das wirklich nötig? Ich habe mich noch nie damit gebrüstet, sehr gut mit dem Messer zu sein, wie ihr euch erinnert, und hielt es für richtig, eher eine größere statt eine kleinere Fläche zu schneiden. Er sagte, es wäre nicht nötig gewesen, aber er könnte das auch nicht wieder rannähen. Nun, es wird nachwachsen. Wenn wir den Verband entfernen und der Drachenschlund sich verhalten hat, wie wir es wünschen, bin ich sicherlich der Ansicht, dass wir es einfach heil zaubern können. Vermutlich. Drachenschlund, so. Ich habe mich in den letzten Tagen schon mit der Idee von der Maske angefreundet. Oh, jetzt seid nicht so dramatisch. Dies ist eine Kleinigkeit, die wir herstellen können. Ich könnte euch das Ohr anwachsen lassen, hättet ihr Narr es behalten. Es war im Schlund eines, was weiß ich für Wesens. Ich will es nicht wieder in meinem Kopf haben. Ihr solltet mal mit Paul Berra sprechen. Der kann alles Mögliche wieder anwachsen lassen. So gut wie neu. Nein, sprecht nicht mit ihm. Der Typ ist sehr unangenehm. Er ist ein wenig anstrengend, wenn man ihn nicht kennt. Aber er ist eigentlich ein sehr netter Unterhaltungspartner. Ist das dieser Mann, der dem, ich meine, Abel mir die Hand gebrochen hat? Den wir im Rabatt getroffen haben? Ja, genau, der auf dem Skelett eines riesigen Echsenviechs in den Sonnenuntergang geritten ist. Ja, du meinst den Schlinger? Naja, das... Das wissen wir nicht, aber wahrscheinlich habt ihr recht. Wobei, als wir ihn damals getroffen haben, war er doch eigentlich ganz freundlich. Aber ja, diese Geschichte mit Abelmir habe ich auch gehört. Aber wenn wir jetzt gehen wollen, wollen wir Hippolyta mitnehmen? Sie scheint doch ein wenig bedrängt zu werden. So wirkt sie zumindest. Naja, wenn ihr wollt, ich frag wohl eben. Ach, wir können euch ihm schon was abschlagen. Sieht auf jeden Fall so aus, als hätte sie Rettung nötig. Ich würde mal auf den Kreis zumarschieren, mich durch 2 Magier durchdrücken, vollkommen egal welche. Abolita. Ja. Wollt ihr mitkommen? Hast du dich gesehen, wie mein Zornbrechbody checkt? Wollt ihr mitkommen? Ich muss euch noch was zeigen. Gerne, danke. Och, wunderbar. Verzeiht, ich muss los. Der Held muss mir was zeigen. Zwinker, zwinker. Und dann reicht sie dir ihre Hand und dann kannst du sie durch das Gewummel ziehen. Die Zeit vergeht dann doch an der Seite von Hippolyta relativ schnell.
Abelmir ist glücklich, dass er philosophieren kann, dass er das Horasreich genießen kann. Boltax und Zulamin können die Süßigkeiten genießen und Serpentilio sich mit den restlichen würdigen Schwarzmagiern unterhalten, sodass ihr dann einen Tag später im Residenztheater sitzt. Die Stühle sind wie überall im Horasreich gut ausgekleidet mit einem roten Flaum, in dem ihr dann fast reinsinkt. Und vor euch könnt ihr eine gewaltige Tanzdarbietung erkennen, irgendwie das Vorspiel. Man hat euch dann wohl auch verschiedene kleine Gläser, Bikulare gereicht, die ihr dann vor eure Augen halten könnt, wenn ihr dann von oben aus der Loge so halb schief versetzt nach unten blicken könnt. Und das Theater wird dann wohl die Zeit wieder sehr verlangsamen. Lediglich Boltax und Abelmir können von dieser Musik begeistert, müssen versuchen, das Klatschen zu unterdrücken. Ja, und während ihr dort sitzt, die Musik genießt, könnt ihr wohl erkennen, wie sich das eine Stück vollendet und ein neues Stück aufgeführt wird. Diamantus kann das nicht erwarten, aufzustehen, bis Boltax dann nochmal runterziehen kann. Nein, bleib sitzen, es geht gerade erst los. Das war doch nur die Ouvertüre. Wir sitzen hier doch schon mindestens ein paar Stunden, Gläser. Warten, abwarten, das Beste kommt ja noch. Ist das normal, die ganze Zeit auf seinem Platz zu sitzen? Oder wandert man zwischendrin auch ein wenig umher? Nein, wenn der erste Akt vorbei ist, dann fallen die Vorhänge und dann kann man für 5 Minuten unten in die Entrage gehen. Richtig. Ihr sitzt dort kann man sich 3 Stunden in diesen Sesseln. Dort kann man sich eine kleine Erfrischung, ein Déjeuner holen oder ein Digestif und dann geht es auch schon weiter. Ich muss gestehen, ich finde die eurasische Art der Kulturdarbringung reichlich langatmig, Abelmir. Ihr solltet dort in diesen ihr nennt es vielleicht einen Feldstecher, ein Opernglas nehmen, da könnt ihr das besser sehen. Es geht mir nicht ums Sehen, es geht mir um die Länge der Sache, wenn ihr so wollt. Ich bin es gewohnt, dass man eher auf den Punkt der Sache kommt. Sehen Sie, entscheidet die Kulturschaffenden von den Südländern. Aber glaubt ihr, wir haben keine Opern in Brabak? Nun ja, keine guten. Ihr könnt sehen, wie auf der. Es gibt neben euch, könnt ihr sehen, wie eine weitere Loge irgendwo zwischen euch angebracht ist. Und ihr könnt sehen, wie da wohl 3-4 Boron-Geweihte mit schwarzen Roben sitzen, die euch dann zupschten. Selbstverständlich. Wir müssen leise sein. Abelmir, wann stehen die Bastarde sich eigentlich endlich ab? Ich meine, ich habe ja nichts gegen den Vorspiel, aber die übertreiben es ja wirklich. Oder wann sticht dann endlich mal jemand diese fette Frau ab, die ganze Zeit schreit? Was passiert in Akt 3? Habt ihr das Programmheft nicht gelesen? Wie viele Akte hat das Ganze? 4? Kann man auch mal vom Publikum einfach mit reinschlachten oder ist das hier nicht so gern gesehen? Nein, ihr seid Zuschauer, keine Akteure. Also ich muss ja sagen, dass ich es am Anfang durchaus genossen habe, aber ich hatte nicht erwartet, dass es die ganze Nacht geht. Es ist eine epische Oper. Das Episch steht für epische Breite. Das erkläre ich zumindest, warum ihr abgewunken habt, als ich dem Kutschefahrer sagen wollte, er soll hier warten. Wenn ein Theater aus der Landfahrt, da kann man einfach reinrufen und einfach so Vorschläge und dann binden sie das mit ein. Kann ich das hier auch machen? Nein. Ja, aber die Idee ist gut. Ich würde sagen, wir brüllen einfach mal so lange nach Dolchen, bis beide Seiten Dolche kriegen. Das macht es immer spannender. Vielleicht solltet ihr in die Entrage gehen und euch dort vielleicht etwas abkühlen. Ach, ihr macht den Vorschlag, dass ich gehen soll. Ach, Abim, ihr sagt doch nicht sowas, Abim, ich gehe. Ach, Alfim, du kannst auch nicht alleine gehen. Das hier ist ein gefährliches Pflaster. Oh ja, natürlich. Möchte mich sonst vielleicht nur jemand zu meiner Sicherheit begleiten. Ja, weißt du, Rafim, ich fühle mich ein wenig flau. Ich denke, ich sollte an die frische Luft gehen. Ja, natürlich. Ich begleite euch. Könnt ihr Polita auch mit oder bleibt ihr jetzt hier? Polita ist nicht dabei. So, ich dachte, wir hätten die mitgenommen. Nee, nur für den einen Tag gestern. Viel Spaß bei
dieser Scheiße. Und mit diesen Worten würde Rafim aufstehen und schnell einen Schritt... Spätestens eine Stunde später hat auch Serpentilio den Nerv verloren, sodass nur noch Abelmir und Boltax in der Loge sitzen und genießen. Ich genieße das Ganze mit geschlossenen Augen und lausche den hervorragenden Gesangseinlagen der Künstler. Okay, Daru, hast du etwas vorbereitet? Ich habe nichts für dich. Du hast nichts vorbereitet. Schoko, hast du etwas vorbereitet? Ich bin genauso leer wie der Mann vor mir. Oh, Hagebutten, hast du etwas vorbereitet? There once was a shop that put to say the name of... Nein, hab ich nicht. Ja, du, mach sing. Sing. Das ist das Intro für die Seeräuberin Jenny. Sing. Diese beiden Dinge sind vom Stil her so dermaßen unterschiedlich. Das ist mega egal. Sing. Aber dann singe ich die alanfanische Variante. Okay, mach. Hau rein. There once was a ship, they put to sea, the name of the ship was the Golgari, the winds blew up her bow, dipped down all Roma, slave boys row. Soon may the bish Dariel come to bring us sugar and tea and rum, one day when the tanging is done, we take our leave and go. Ja, sehr schön, danke. Applaus! War richtig gut. Die Menge tobt, aber Diamantus erschienen längst woanders. Terra, hast du irgendwas vorbereitet? Auf jeden Fall. Dann erheitere uns. Verehrtes Publikum, jetzt kein Verdruss. Wir wissen wohl, dies ist kein rechter Schluss. Vorschwebte uns die goldene Legende. Unter der Hand nahm sie ein bitteres Ende. Wir selber stehen enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Dabei sind wir doch auf sie angewiesen, dass sie bei uns zu Hause sind und genießen. Wir können es uns leider nicht verhehlen. Wir sind bankrott, wenn sie uns nicht empfehlen. Vielleicht fühlt uns aus lauter Furcht nichts ein. Das kam schon vor. Was könnte die Lösung sein? Wir konnten keine finden, nicht einmal für Geld. Soll es ein anderer Mensch sein? Eine andere Welt? Vielleicht nur andere Götter oder keine? Die sind zerschmettert und nicht nur zum Scheine. Der einzige Ausweg wäre, aus diesem Ungemach, verehrtes Publikum, sie dächten selber nach. Auf welche Weise dem guten Menschenmann zu einem guten End verhelfen kann. Verehrtes Publikum, los! Such dir selbst den Schluss. Es muss ein guter sein. Es muss, muss, muss. Dankeschön, Gänsehaut. Von wem war das? Das war von Bertolt Brecht. Alles klar. Aus der gute Mensch von Sechuan. Ja, der gute Mensch von Alanfa. Selem. Selem, der gute Korob. Mensch, der gute Korob, Mensch von Korob. Der gute Mensch von Korob. Euruk, hast du was, um uns zu begeistern? Nein, ich möchte die Zuhörerschaft nicht mit meiner Gesangsstimme quälen. Schade. Dann die Frage an Cembael, hast du was vorbereitet? Ja, habe ich. Ich habe nämlich keine Skrupel, die Zuhörer zu quälen, auch wenn ich auch nur so mittelgut singen kann. Warte, ich habe da ein Intro für. Aber jemand hat gesagt, es gibt Bonus-AP. Gibt es.